In Lyrithins Galerie kann man kurz im Hintergrund zwei Holocrons erkennen, was natürlich ein nettes kleines Easter Egg ist. Das scheinen sogar die gleichen zu sein, die man in Galaxy's Edge kaufen kann. Hier wollte ich aber zuerst auch meckern, da das von der Geschichte ja nicht wirklich hier reinpasst. Selbst wenn das nur Rekreierungen von Holocrons sind, dürfte Palpatine nicht wollen, dass sowas in der freien Wildbahn rumschwirrt. Dafür sind Holocrons, was sie enthalten und auch einfach die Geschichte darum, zu gefährlich für das Imperium, wenn sie in die falschen Hände geraten. Und mit so einer öffentlichen Galerie sollten da schon längst ein paar Inquisitoren sein. Dann sehen wir aber auch, dass das Ganze im Hinterzimmer aufbewahrt wird. Da wissen also nur Leute von, die Luthen da auch ins Hinterzimmer reinlässt. Natürlich ist das hier einfach nur ein kleines Easter Egg, was super schnell wieder verschwindet. Nimmt man das aber als das, was es ist, spielt Luthen da ein sehr gefährliches Spiel, die Dinger in seiner Galerie aufzubewahren, aber vielleicht bewahrt er die da auch auf, um die potenziell irgendwem zu geben, der es nötig hat. Was meint ihr?